Hi YouTube, wenn ihr dieses Video seht, ist es wahrscheinlich schon Mitte Juli und eventuell gibt es auch schon ein neues Update für das Spiel. Das kann ich jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht wissen, weil dieser Stream findet gerade am 25. Mai statt. Wir haben immer noch Version 1.1.1 von Tears of the Kingdom. Nur damit sich jetzt jeder auskennt. Denn ich muss euch was beichten. Ich habe was... Ich will nicht sagen Verachtenswertes getan, aber ich habe etwas getan, was manche vielleicht nicht so toll finden werden, aber es ist ja im Prinzip egal, weil es ist ein Singleplayer-Game. Tears of the Kingdom kann jeder so für sich spielen, wie er möchte. Und ich habe etwas getan, was bestimmt viele andere Spieler auch getan haben. Und ich werde es auch wieder tun. Ich habe einen Glitch zum Item-Klonen benutzt. Bei manchen werden da jetzt vielleicht schon die Glöckchen klingeln, haben das eventuell auch getan. Und ganz ehrlich, ich finde, in dem Spiel ist es manchmal so unfassbar zeitaufwendig und anstrengend, irgendwelche Materialien zu farmen, dass ich mir dachte, yo, es reicht, ich kann nicht mehr. Ja, ihr wisst alle, ich mag das Spiel jetzt eh nicht so besonders, deswegen habe ich mir das jetzt ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe mir mit einem Item-Glitch sehr viele Materialien einfach vervielfältigt. Und es ist so unfassbar einfach, dass ich euch jetzt erstmal zeigen möchte, wie das geht. Ihr braucht eigentlich nichts weiter als das Parasegel und einen Ort zum Abspringen, dass ihr ein bisschen in der Luft gleiten könnt, weil ihr dürft nämlich den Boden nicht berühren. Und das ist eigentlich auch schon alles. Ja, und ihr braucht natürlich mindestens ein Stück von den Item, was ihr haben möchtet. Also von den Materialien. Zum Beispiel habe ich jetzt hier auf einmal 33 Diamanten oder noch extremer 108 Sternsplitter. Am Anfang hatte ich übrigens nur 2 Stück. Und gerade diese Dinger, ja, ich sag's euch, die sind so unfassbar ätzend zu farmen. Ich glaube, jeder aus Breath of the Wild weiß, wie anstrengend es ist, Sternsplitter zu farmen. Und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, verurteilt mich meinetwegen, deabonniert mich, entfolgt mir. Es ist mir egal. Es ist mein Spiel. Es ist mein eigener Spielstand. Ich kann damit machen, was immer ich will. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen, ob er auch diesen Glitch benutzt oder nicht. Ich möchte euch das jetzt nur mal kurz zeigen. Wenn ihr das hier auf YouTube seht, kann es eventuell sein, dass das schon gepatcht wurde. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt mit Version 1.1.1 funktioniert dieser Glitch natürlich noch. Also nicht, dass jetzt jemand in den Kommentaren schreibt, der Glitch, der geht aber gar nicht mehr. Dann kann es natürlich sein, dass Nintendo Wind davon bekommen hat und das vielleicht in einer zukünftigen Version rausgepatcht hat. Hoffen wir es aber mal nicht, weil es ist einfach zu geil. Und es ist so unfassbar einfach. Also, suchen wir uns irgendein Item aus. Keine Ahnung, ich zeige euch das jetzt mal hier mit den Diamanten. Da habe ich jetzt 33 Stück. Normalerweise sind die ja extrem selten. Und jetzt hätte ich gerne mehr davon. Und was machen wir? Wir stellen uns jetzt hier hin, bringen in die Luft, öffnen das Parasegel und während wir in der Luft sind, öffnen wir unser Menü. Also, so, jetzt habe ich Plus gedrückt, ich bin in der Luft und jetzt das Item, was ich haben möchte, was ich vervielfältigen möchte, wähle ich jetzt aus. Dann drücke ich X, um es in die Hand zu nehmen, was eigentlich nicht geht, weil wir in der Luft sind. Aber es ist halt möglich, jetzt pass auf, ich drücke X und dann drücke ich 5-mal A, um 1, 2, 3, 4, 5 Diamanten in die Hand zu nehmen. Und jetzt ist es ganz wichtig, ihr müsst auf eurem Controller gleichzeitig B und Y drücken. So, ihr seht, was passiert ist. Wir haben jetzt diese 5 Diamanten fallen gelassen. Ich heb die jetzt wieder auf. Wenn ich jetzt mein Inventar wieder öffne, dann habe ich auf einmal 38 Diamanten. Das heißt, ich habe die 5, die ich habe fallen lassen, zusätzlich zu denen, die eigentlich im Inventar gewesen sind, dazu bekommen, weil das Spiel offenbar denkt, yo, Link ist ja gerade in der Luft, der kann ja eigentlich gar keine Items in der Hand halten. Also rechnet quasi das Spiel, glaube ich, die 5 Diamanten einfach oben drauf. Das ist so unfassbar einfach. Es klappt mit jedem Material, was ihr hier seht. Es ist echt egal was. Ihr könnt Edelsteine benutzen, Monstermaterialien, völlig egal. Auch hier diese ganzen Drachenhörner. Bro, es dauert 1 Million Jahre, diese Drachen abzufarmen. Einfach kein Bock. Und das funktioniert so unfassbar einfach. Es geht übrigens auch hier mit Sonadium und auch mit den Energiesphären. Es funktioniert wirklich mit allem.
Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen bei ein paar Sachen, zum Beispiel bei ja, hier so Libellen oder Echsen und so. Die müsst ihr sehr schnell wieder einsammeln, weil sonst fliegen die davon. Zum Beispiel auch die Feen oder so oder eben die Frösche, ne? Oder die Echsen, dass die nicht davon rennen oder davon fliegen. Wenn ihr die fallen lässt, ihr müsst die sehr schnell wieder einsammeln, sonst sind die weg. Aber alles andere bleibt ja eigentlich liegen. Und wo ihr auch ein bisschen aufpassen müsst, bitte bei Donnerblumen müsst ihr auch extrem vorsichtig sein, weil wenn ihr die aus einer zu großen Höhe abwerft, dann explodieren die natürlich. Deswegen wäre es hier am schlauesten, ihr stellt euch hier auf so eine ganz kleine Erhöhung. Und wenn ihr ganz knapp über dem Boden seid, also wirklich nur ein paar Zentimeter, und dann sagt ihr hier X, 1, 2, 3, 4, 5, B und Y gleichzeitig, dann rollen die Donnerblumen einfach auf den Boden und explodieren nicht. Ihr hebt die wieder auf und ihr habt auf einmal 5 Stück mehr. Also wie gesagt, ihr müsst mindestens ein Item dieser Art natürlich schon besitzen, weil sonst geht's nicht. Ihr könnt ja nicht aus dem Nichts sitzen Item erschaffen. Aber ihr könnt auch zum Beispiel nur eins in die Hand nehmen, dann habt ihr halt zwei, dann nimmt ihr zwei in die Hand, dann habt ihr wieder welche. Also es geht bis zu 5-mal in die Hand zu nehmen, droppen, einsammeln und ihr habt mehr davon. Das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Woher hätte ich zum Beispiel jetzt 26 Maxi-Edeltrüffel? Einfach dupliziert. Drauf geschissen. Ich kann machen, was ich will. Ich habe die Freiheit. Ich nutze den Glitch halt aus. Und ja, wie gesagt, der größte Sinn dahinter ist ja eigentlich auch, dass ihr, wie man rechts oben sehen kann, viele Rubine bekommen könnt. Weil ich habe mir schon so viele Diamanten vervielfältigt. Wenn ich sie jetzt mal, wenn ich sie jetzt wieder finden würde, hier oben. Ich hatte noch deutlich mehr Diamanten davon. Die habe ich natürlich alle verkauft und das gab richtig fett Kohle, weil du brauchst in dem Spiel einfach so unfassbar viele Rubine mal wieder für Kleidung und dann natürlich zum Verstärken bei den großen Feen. Das wird immer teurer. Für Stufe 4 kostet, glaube ich, jedes Kleidungsstück 500 Rubine und das kann ganz schön ins Geld gehen. Also bitte seht es mir nach. Ich hab's halt gemacht. Und ich find's geil, dass es so einfach funktioniert. Und hoffen wir mal, dass es nicht gepatcht wird. Bis jetzt zur Version 1.1.1 ist dieser Glitch noch möglich. Es funktioniert auch irgendwie mit anderen Varianten, wie zum Beispiel mit so einem Schildsprung, wenn man da in der Luft auf dem Schild ist und dann das Menü öffnet. Aber irgendwie ist das alles ein bisschen outdated. Das solltet ihr besser nicht machen. Am einfachsten ist es wirklich, springt irgendwo mit dem Parasegel weg. Bleibt in der Luft. Drückt X. Nehmt die Items in die Hand, B und Y, aufheben, it's magic. Und das könnt ihr so oft machen, wie ihr Bock habt, bis ihr, weiß ich nicht, 500 Diamanten habt, wenn ihr so viel Zeit habt, wenn ihr so krank drauf seid. Aber, wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und, ja, wer mich deswegen jetzt irgendwie verteufelt, verurteilt, macht es meinetwegen. So, hier übrigens, es gilt zu beachten, dass man das vielleicht besser nicht mit den Kapseln machen sollte von den Sonar-Bauteilen, weil das Ding ist, wenn ihr die auf den Boden fallen lasst, dann sind ja die Objekte schon heraußen, ne? Weil ich hab probiert, ob das auch mit zum Beispiel Raketenkapseln klappt. Also hier. Und das Ding ist eigentlich, ja, es funktioniert auch mit Kapseln. Ich habe immer noch 11 Raketen. Ich hatte davor auch schon 11 Raketen. Aber die hier, die liegen ja jetzt auf dem Boden rum. Und die kann ich nicht wieder zu einer Kapsel machen. Die kann ich nur nehmen und kann die werfen. Kann die theoretisch einschalten. Ich kann sie auch mit dem Schild fusionieren. Aber mit Kapseln, glaube ich, würde ich das nicht empfehlen. Ich glaube, mit Essen geht es auch nicht. Also es geht hauptsächlich einfach hier um Materialien. Aber da kann es wirklich alles sein. Also alles, was ihr hier drin seht, das könnt ihr alles vervielfältigen, so oft ihr wollt. Pilze, Edelsteine, Gräser, Holzbündel, irgendwelche Blumen, Monsterteile, sogar die Feen, die Sonarenergiesphären, die ganzen Drachenhörner und alles Mögliche. Das ist hier, Hauptsache es ist in dieser Liste drin, auch die ganzen Fische und so. Ihr könnt euch das so oft vervielfältigen, wie ihr lustig seid. Aber wie gesagt, bei Donnerblumen ein bisschen vorsichtig sein. Nicht zu hoch fliegen, weil sonst... Ja, wisst ihr eh, was passiert, wenn Donnerblumen hochgehen. Ist mir auch schon einmal kurz passiert. Dann habe ich es ein bisschen
aus eher so einer Höhe gemacht. Zack, 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 zack. Das Geile ist, es funktioniert einfach jedes Mal. Also der Glitch ist so idiotensicher, das kann echt jeder. Das kann wirklich jeder. Und es gibt da kein Limit. Solange Nintendo das nicht irgendwie patcht, könnt ihr das so oft nutzen, wie ihr wollt. Oder ihr lasst es einfach bleiben. Wie gesagt, es liegt an euch. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, warum ich jetzt so viel Cash habe und mir sehr wahrscheinlich jetzt, glaube ich, noch mehr Cash holen werde. Weil wir brauchen an sich wirklich, du brauchst saumäßig viel Kohle in dem Game. Du brauchst so verdammt viel. Und mir ist übrigens gar nicht aufgefallen, dass jetzt hier auch Zoras in dem Spähposten sind. Die waren früher, glaube ich, gar nicht da. Ich weiß gar nicht, seit wann. Wahrscheinlich, weil wir den Wassertempel gemacht haben, sind die hier. Wahrscheinlich deswegen hat das mit den Tempeln zu tun. Und ja, es sollte natürlich klar sein, dass das nicht mit Dingen funktioniert, wie zum Beispiel Krogsam, weil die könnt ihr ja nicht in die Hand nehmen. Die sind doch hier unter Wichtiges, ne? Krogsam sind in der Hinsicht kein Material. Das heißt, Krogsam oder auch Irrlichter, sowas könnt ihr nicht duplizieren mit diesem Glitch. Es müssen Materialien sein, die ihr in die Hand nehmen könnt. Ne? Nur zur Info. Ich glaube, jetzt habe ich auch schon genug erklärt. So, hier gab es doch hier diesen Gemischtwarenladen. Warte mal, hier kann man hier noch meine Quest machen? Ich frage mich, was anschließend geschehen ist. Die armen Leute, das angesteht. Hoffentlich konnten sie sich vor den Piraten rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ja, das konnten sie wohl, weil wir haben das schon erledigt. Wenn die Piraten schon fertig gemacht. Ja, das hoffe ich auch. Uns geht's hier nämlich gut, aber wir hatten unsere Reise hier ja auch schon von langem Voraus geplant. Doch Angelstedt liegt am Rand von Osten Kluder, ziemlich weit im Südosten, und in der Nähe gibt es keine anderen Dörfer. Dorfversteher Roussel wird wissen, wie man den Angelstedtern helfen kann, wie es ihnen ergangen ist. Doch wir haben leider keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Ich hätte es mir nicht träumen lassen, dass unserem schönen Heimatdorf so etwas Schlimmes widerfährt. Hm? Ah, bist du etwa ein Kunde? Ach ja, du hast bestimmt unsere traurige Unterhaltung mitbekommen. Oh, die Piraten sind schon fort? Und Roussel und die anderen aus dem Dorf geht's gut? Hast du ehrlich, welch ein Glück, da fällt mir ein Stein vom Herz. Ich hätte mir wirklich große Sorgen gemacht. Boah, vielen Dank, dass du uns die gute Nachricht überbracht hast. Für dich habe ich aber auch eine gute Nachricht. Hier bitte schon eine kleine Aufwandsentschädigung. Kraftschmorkrabbe. Dankeschön. Diese Kraftschmorkrabbe ist eine absolute Spezialität des Hauses. Sie verleiht unbändige Kräfte, wenn man sie verzehrt. Bitte nimm sie an. Nun, dass ich die Braten verzogen habe, mache ich mir doch Sorgen um unseren Laden. Vielleicht sollte ich mich doch mal auf den Weg nach Eierstedt machen und nachsehen, wie es um ihn steht. Auch wenn die Piraten sich verzogen haben, im Dorf werden sie eine Weile mit dem Wiederaufbau der Häuser und Läden beschäftigt sein. Häuser bauen kannst du nicht, also wärst du jetzt nur im Weg, wenn du ins Dorf gehen würdest. Sorgen wir lieber dafür, dass wir den Dorfladen schnell wieder eröffnen können, sobald das Dorf wieder aufgebaut ist. Das heißt, dass wir hier erstmal Geld sparen sollten. Oh, du hast recht. Wir sollten hier fleißig in unserem Laden arbeiten, bis das Dorf wieder aufgebaut ist. So, Angriff der Piraten. Haben wir das nicht schon? Ja, geschafft. Eben. So. Okay. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen weird. Antifeuerrüstung und Ohrnegewand kann man hier einfach nochmal kaufen, aber warum? Das brauche ich ja nicht doppelt. So. Aber Bro, ihr müsst euch halt auch mal vorstellen, wie teuer manche Sachen sind. Also das hier sind noch relativ billige Sachen. Hier sind viele Kapuze, aber ich kaufe mir das jetzt dann natürlich trotzdem erstmal alles. So, eine Kapuze aus festem Stoff, die nach alter hylianischer Tradition gefertigt wurde, schützt Reisende vor Windwetter und Sonnenbrand. Ja, du knausest dich, mein Herr, das macht mich natürlich glücklich. So, Hüligewand kaufen wir auch. Und die Hylia-Hose ebenfalls. So. Ja, und weil gerade vorhin jemand gefragt hat, wie habe ich den Glitch entdeckt? Naja, über YouTube natürlich. Ich selber habe den Glitch nicht entdeckt, das haben schon andere vor mir getan. Und, naja, wenn man diverseste Tears of the Kingdom Videos von YouTube vorgeschlagen bekommt, dann sind auch mal solche Videos da drunter. So, wie gesagt, oh, warum hatte ich zum Beispiel noch nie Milch? Das, wie gesagt, das Einzige ist halt eben, ihr müsst schon mindestens ein Item derart besitzen in eurem Inventar, weil sonst könnt ihr es ja nicht duplizieren. Deswegen hätte ich gerne bitte erstmal alles an Milch. Natürlich von der Kuh.
So, Milch muss doch schon von der Kuh sein. So, Pfeile. Sonst eigentlich auch immer brauchen. So, immer genug Pfeile dabei haben. So, den Rest brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Also. Wir machen jetzt wieder weiter im Game. Ich glaube, das Erste, was ich mal machen werde, ich will kurz zu Maronus dem Dicken, weil ich müsste mir, glaube ich, mindestens einen Waffentaschenslot holen können. Also, let's go. Dann geht's wieder mal in den Untergrund. Ich glaube, hier soll es ja auch noch ein paar andere Schreine geben. Ne? Hier waren schon in der Nähe. Also hier muss es noch mehr geben als nur den einen da. Hallo. Oh, ho, ho. Schnupperschnüff, du hast Crocs dann dabei, oder? Taschen größer machen? Na? Ja. Oh, geil, Mann. Welche Tasche größer machen? Ja, Waffentasche, bitte. 17 Crocs haben für einen Slot hier, bitte. Schade, dass man keine Crocs haben duplizieren kann, aber das wäre auch ein bisschen eigenartig. Tschatscha! Die Crocs müssen wir immer noch selber finden. Oh. Ja, die größte Waffentasche. Ohoho. Oh, da sind noch mehr Crocs haben. So, jetzt bin ich gespannt. Wenn ich noch einen Slot mehr haben möchte, wie teuer ist das dann? 20 Crocs haben. Du hast ja nicht mehr alle. Lieber nicht. 25 Crocs auf einen Slot. Übertreib halt. 25 Crocs haben, dass ich noch einen Waffenslot mehr bekomme. Der hat ja nicht mal alle Latten am Zaun. Nee. Das geht zu weit. Ich glaube, beim nächsten Mal kümmern wir uns dann wieder ein bisschen mehr um die Schild- und Bogentasche. So. Ach ja, und abgesehen davon, dadurch, dass ich mir ja jetzt eben diese ganzen Items so ein bisschen dupliziert habe, war es auch gar kein Problem, mir hier mal ein paar richtig krasse Waffen zu fusionieren, wie zum Beispiel eine Gamma-Elite-Klinge mit 66 Angriffspower. Miasma-Schwert einfach mit den Gamma-Elite-Konstruktoren synthetisiert. Oder hier, die Drachenhörner sind auch richtig heftig. Ich habe einfach meine anderen zwei Picoron-Schwerter einfach hier mit einem Eldra Horn und mit einem Farodra Horn fusioniert. 62 Angriff und macht richtig krassen Feuer- oder Blitzschaden. Schon ziemlich geil. Richtig nice. So, wahrscheinlich müssen wir einfach wieder irgendwelche Quests machen, um hier diese anderen Schreine im Wald zu finden. Die Frage ist nur, wo genau? Weil der Wald an sich war ziemlich groß. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt einfach so entdecken kann oder ob wir das wirklich nur per Quest machen können, dass diese Schreine auftauchen. Aber er sagt gerade Bandschrein in der Nähe. Wo zur Hölle? Hier hinten vielleicht. Ah, warte mal, hier. Da haben wir doch eine Quest. Zutritt verboten. Hey, du da, du kannst dort nicht weiter. Oh, du bist ein Hylianer, kein Krog. Dann gibt es auch keinen Grund, dich aufzuhalten. Eine Sache wäre allerdings, die mir schon länger Kopfzerbrechen bereitet. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Im Wald der Krogs ist vor kurzem eine ganz ähnliche Ruine aufgetaucht, aber ohne dieses runde, grünliche Etwas. Und plötzlich, als ich mich gerade auf dem Heimweg machen wollte, stimmten Horn von Monstern heraus. Baummonster, Knochenmonster, alle möglichen Sorten. Deshalb bin ich hier, um die Krogs vor der Gefahr zu warnen. Aber du bist Hylianer und kannst gut auf dich selbst aufpassen. Sei trotzdem vorsichtig, hörst du? Die Blumen markieren übrigens den Weg und sollten verhindern, dass du dich verläufst. Also auf keinen Fall pflücken. So, Zutritt verboten? Na, dann schauen wir doch mal. Der Sensor wird uns jetzt auch ein bisschen helfen. Mhm. Ah ja, natürlich sind jetzt hier diese untoten Spacken.
So, oder hier. Ich habe einen Stahlhinungshorn mit einem Bockblinknochen fusioniert. Dann sieht das zwar ziemlich eklig aus, aber ist auch ziemlich strong. So. Ich glaube, wir ziehen uns aber jetzt wieder mal andere Kleider an, dass wir ein bisschen mehr Angriffspower haben. Und übrigens etwas, was mich auch ziemlich schockiert hat. Ich bin jetzt schon so lange in dem Spiel drin. Also schon vergleichsweise lang. Ne? Wir sind jetzt hier auf YouTube schon bei Parts. Keine Ahnung, auf jeden Fall schon über 80 drüber hinaus. Und es gibt aber noch so viele Outfits, die ich immer noch nicht entdeckt habe. Die sind alle teilweise wirklich sehr krass versteckt. Und ich bin echt baff, was mir hier eigentlich noch alles fehlt. Ihr glaubt gar nicht, was für geile Outfits man hier noch bekommt. Also nicht nur von welchen, wo ich gerade mal einen Teil habe, sondern wirklich komplette Kleidungsstücke, Sets, wo ich noch nicht einen Teil davon habe, weil man die einfach mal ein bisschen... Ja, da muss man ein bisschen was dafür tun, dass man die findet. Diese blöden Bäume, ne? So, Klappe. So, was will er denn jetzt bitte? Hast du ab! Achso, ich soll vielleicht auch mal wieder einen Bogen ausrüsten. So. Out. Weißdrachenklinge? Was hat er das? Wie hat er das denn gemacht? Tja, einfach weil ich es kann. Okay, jetzt wird die Flora ein bisschen sehr aggressiv gerade. Bro, kannst du bitte einmal aufstehen und den Baum fällen? Dankeschön. Okay, wie viele Bäume sind jetzt hier bitte lebendig? Alle? Sind die jetzt alle lebendig? Um mich zu ärgern? Da kommen ja 100.000 Gegner. So, Klappe. Ach, sind wir schon da? Was? Sekundmarsch rein. Ich will das ein Zungenbrecher. Bringe den Kristall, den das Licht zeigt, dem Schrein da. Dann schenken wir dir ein Licht, das die Finsternis bannt. Oh. Okay. Na, der ist ja eh gleich hier. Oh, 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 it's a trap. It's a trap. Es ist ein Ivarok. Und er hat den Crystal. Er hat einfach den Crystal. Er soll mal bitte ein bisschen chillen. So. Habe ich schon wieder kein Angriffsessen dabei? Doch hier. Kraftdampfpilze. Runter damit. So, erstmal schön Power Level 3. Daneben, Kumpel. So, na warte jetzt. Probiere ich mal meine mega krasse 66er Waffe aus. Die Gamma Elite Klinge. Bam, bam, bam. Ist doch geil, oder? Sehr schön. Und da ist er down. Oh, jo, okay. Das sind jetzt legit Drops, ne? Das hat er ja fallen lassen. Da ist nichts geglitscht oder gecheatet oder sonst irgendwas. Was soll ich eigentlich damit?
ist das auch ein bisschen lame. Ups. Nein. Bro, ganz ehrlich, dieses Menü, ne? Synthese rückgängig. Ausrüsten. Synthese. Fuck. Wenn schon, denn schon. So. Bringen wir den Stein zurück. Jetzt bin ich gespannt, ob das wieder einfach nur ein Schrein ist, wo ich jetzt reingehe und ich bekomme direkt mein Segenslicht oder müssen wir doch noch was anderes machen. Aber im Prinzip haben wir ja schon unseren Kampf gewonnen. So, bitteschön. Dir, dem Darbringer des Kristalls, schenken wir nicht, dass die Finsternis mal nach. Das ist aber lieb. Das ist ja sehr nett. Was anderes hätte ich jetzt auch richtig doof gefunden. Oh yeah. So. Und rein da. Achso, Moment. Er will auch was sagen. Zukius. Klasse, du hast dafür gesorgt, dass ich wieder hierher kommen konnte. Um ehrlich zu sein, bin ich dir heimlich gefolgt. Ich hatte zwar Angst vor Monstern, aber dann gibt es letztendlich kein Problem. Aber irgendwie sah ich das hier doch an. Sah das hier doch anders aus. Wer hat denn diesen riesigen Fels weggeräumt? Seltsam. So, Zutritt verboten. Geschafft. Also quasi Zutritt gestattet. Rein da. So, komm, das muss doch jetzt so ein Rauchus Segen, muss das doch jetzt eigentlich wieder sein, oder? Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Boah, ich habe jetzt 67 Schreine. Ja, ich habe es gecallt. Wenn das hier so aussieht mit dem ganzen Sand und so, dann ist es wieder Rauchus Segen. Ach, guck mal. Hier hätte ich sogar Diamanten bekommen. Ich habe die nämlich bei dem Kronenhändler gekauft, auch wenn die da eigentlich 1000 kosten. Aber das Geile ist, es gibt ja diese eine Gerudo-Frau. Diese Gerudo, also das heißt Gerudo-Frau, es gibt ja nur Gerudo-Frauen außer Gendorf. Die Gerudo-Händlerin, ihr wisst schon, in Goronia, die kauft euch ja Edelsteine zu besseren Preisen ab und die wollte einmal auch 10 Diamanten haben. Ich glaube, die habe ich für, ich weiß gar nicht wie viel verkauft, aber für sehr viel Geld. Die hat mir richtig was dafür gezahlt. War echt geil. So. Oh, Besucher dieses Bannenschreins, sei das uralte Böse versiegelt. Ja, ja, komm. Wissen wir. Her mit dem Segenslicht. Können wir uns wieder einen Herzcontainer holen. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Tschüss, Mann. So, und ich glaube, hier gibt es noch 2 Schreine. Mal gab es nämlich auch 3 zusätzliche Schicker-Schreine im Wald. Plus den beim Dekobaum. Ich glaube, die haben hier genau...